Genau heute vor einer Woche habe ich daran erinnert, dass Wormatia Worms die allererste Mannschaft war, die in Deutschland mit Trikotwerbung gespielt hat. 1967 für 3 Spiele für sehr wenig Geld und dann auch eben, wie gesagt, nur für 3 Spiele, weil der DFB es dann untersagt hat. Eintracht Braunschweig hat das Ganze dann auch versucht. Das ist die berühmte, ganz frühe Trikotwerbung von Eintracht, beziehungsweise ganz am Anfang haben sie einfach Jägermeister weggelassen und haben so getan, als sei das ein neues Vereinswappen und haben dann so gespielt, wurde aber auch untersagt. Dann ist die Eintracht abgestiegen und während sie in der Regionalliga der damaligen zweithöchsten Spielklasse spielten, hat dann vor genau 50 Jahren der DFB die Trikotwerbung erlaubt. Hier sind Bilder aus den Anfängen. Im Januar 1973 ist Kommerz noch immer etwas Böses für den DFB. Beim Spiel Eintracht Braunschweig gegen Offenbach sind eigentlich dies die Trikots, mit denen die finanziell klamme Eintracht antreten will. Mittendrauf der Hirschkopf des Schnapsherstellers Jägermeister aus dem benachbarten Wolfenbüttel. Die Revolte wird in letzter Sekunde abgewendet. Ich muss dazu sagen, dass wir an sich entschlossen waren, mit dem Emblem aufzulaufen. Ich kriegte dann gestern Abend gegen 8 Uhr ein Telegramm vom DFB, worin er untersagte, dass wir bis zur Entscheidung des DFB-Präsidiums, was am 2. Dezember, am 2. Februar stattfinden soll, entschieden wird zu warten. Der Beginn einer langen Auseinandersetzung. Mit dem Wechsel des Vereinsemblems vom Löwen zum Hirschen hatten Eintracht Braunschweig und Sponsor Günter Mast die entscheidende Lücke in der Satzung gefunden. Am 24. März 1973 tritt das Team gegen den FC Schalke erstmals mit dem Jägermeister-Logo auf dem Trikot an. Auch wenn man es auf dem ersten Blick kaum sieht. Ein Politikum ist es dennoch, ein clever durchdachtes zudem. Das ist eine Sache, die keine Werbung darstellt. Und zwar deshalb nicht, weil wir nicht unseren Produktnamen Jägermeister auf den Trikots von Eintracht Braunschweig vorführen, sondern weil der Verein Eintracht Braunschweig mit unserer Zustimmung das für uns geschützte Firmenemblem, den Hubertus-Hirschkopf, als Vereinsabzeichen übernommen hat. Rechtlich ist das nicht angreifbar. Bis vor den Bundesgerichtshof zieht Günter Mast mit Erfolg. Jeder, der Werbung will, darf. Und es wollen alle. Verrückte Vereinsnamen tauchen auf. Erhard Goldbach, der sogenannte Ölkönig von Wanne-Eickel und Besitzer der Tankstellenkette Goldin, benennt den Traditionsclub Westfalia Herne nach seiner Benzinmarke. Westfalia Goldin Herne. Durch die zweitklassige Regionalliga geistern bereits Vereine wie der ASV Gummimeier Landau und der Chipsclub SV Chio Waldhof. Der Fußball lockt sie alle. Fußball und Alkohol, das halten viele Clubs für eine gute Liaison. Erlaubt ist erstmal alles, was der Markt hergibt. Alles, was Geld bringt. Heute kaum noch vorstellbar, auch Tabakkonzerne mischen mit. Das ist also ein Gerät zum Stopfen. Pünktlich zur Einführung neuer Zigarettendrehmaschinchen prangt auf der Brust der Dortmunder Borussia der Name einer dazu passenden Tabaksorte. Trikotwerbung wird zum Spiegel der Zeit. Bei Alkoholika liegt die zulässige Schamgrenze bei 15%. Den alten Trick mit dem Logo praktizieren sie noch immer in Leipzig als Wappen und Werbung. Jede Zeit hat eben ihre eigene Ethik und Moral. Kondomwerbung dagegen wird auf keinen Fall erlaubt, wie der FC Homburg im Jahr 1987 erfahren muss. Mit aufsehenerregender Borniertheit definiert der DFB Verhütungsmittel als Schweingram. Ich meine, vielleicht liegt ein bisschen die Verklemmtheit der Funktionäre auch darin, dass sie halt zu diesem Produkt, das liegt vielleicht auch an der Altersstruktur, heute wenig Beziehung haben. Schließlich läuft man mit überklebter Werbung auf, aber jeder weiß, was darunter steht. Die daraufhin vom DFB verhängte Geldstrafe übernimmt der Sponsor London. Gerne sogar, denn eine bessere Werbung hätte man kaum kriegen können. Ethik und Moral. Noch immer stehen diese Schlüsselbegriffe tonnenschwer in der Richtlinie für Spielkleidung und Ausrüstung der DFL. Aber niemand wendet sie an, als Schalke 04 2007 den russischen Staatskonzern Gazprom als neuen Hauptsponsor präsentiert. 15 Jahre bleibt das so. Auch während der Besetzung der Krim wird weiter geworben. Politische Verantwortung haben im Zweifelsfall andere. Der Fußball hat mit der realen Welt nichts zu tun. Der Fußball braucht das Geld. Genau. Und seit genau 50 Jahren ist es legal, Trikotwerbung auf Brust
Regionen deutscher Fußballprofis. Weil Eintracht Braunschweig, habe ich eben erwähnt, abgestiegen ist, war der erste Verein in der Bundesliga dann den ersten, der legal Trikotwerbung getragen hat, der HSV, der im Januar 1974 damit anfing. Das heißt, wir haben bald 50 Jahre Trikotwerbung HSV und das war dann ein neuer Jahrestag, dem wir uns dann wahrscheinlich auch widmen werden.